So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Unleashed. Wieder mit den anderen Flachpfeifen, Schnauzer und Creepy. Ja, danke für die wundernette Begrüßung, Wirbel. Gerne doch. Ah! Bin so Elan geladen, das glaubst du gar nicht. Oh ja. Nein. Mit dem wunderbaren, netten Kollegen. Oh ja, sehr nett. Es fällt mir schwer, sowas zu sagen, Entschuldigung. Verdammt, das ist. Du machst dir Feinde, Purple, du machst dir Feinde. Ja. Seit wann stecken der Schneebälle über 60 hinaus? Vielleicht ein Mod oder so? Traubenschlüssel. Ich werde die ganze Zeit von so einem Vieh hier verfolgt. Finde ich gut. Na! Viel blau. So wie in der letzten Folge, ne? Naja. Also, wie ihr seht, mit meinem Haus bin ich noch nicht weitergekommen. Aber. Hier sind ein paar nette Blümchen um einen kleinen Eistümpel herum aufgestellt. Eistümpel? Ja. Manche werden vielleicht schon wissen, was das bedeutet. Aber Sonne kann ja mal seinen Blick gen Osten richten, da gibt's gleich eine Lichtshow. Echt? Ja. Ich glaube nicht, dass meine Kamera so weit geht. Nicht? Dann hau mal rein, Purple, das wird ein bombiger Abschluss für mein Video. Mal gucken, wo man sieht. Ach doch, ich sehe dich gerade, wie du kaputt gemacht wirst. Danke. Ist viel. Also so, dieser Depp in meinem Fadenkreuz ist Purple. Hallo. So, also, man nehme einen Diamanten. Ach, mach das Eis hier weg. So, und... Also man hat es nur gehört, aber das ist doch ein wunderschöner Abschluss für meine Folge. In der nächsten Folge bauen wir uns dann hier die Automatik rein, bauen den Weg nach oben und dann haben wir einen schönen Eingang und alles. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So. So, und bei mir sieht man, wie ich die nächste Folge weiterbaue. Auch tschüss. Ach, ihr hört jetzt alle auf, okay. Hey. Bin ich ganz alleine. So, aber dann fange ich auch gleich wieder an. Verdammt. Gut, mach aber auch ein Intro für. Okay, also 5, 4, 3, 2, 1. Hallihallöchen und herzlich willkommen zum neuen Let's Leuchten mit dem Nitor. Nein, zum Let's Play Together Unleashed. Mann, ich hätte das andere besser gefunden. Purple ist wieder super nett mit seinem bla bla bla. Hallo! Weil ich habe schon wieder so einen Kingschleim neben mir irgendwo. Knieschleim? Knieschleim. Meine Kniescheiben sind schon ganz kaputt. Der muss ja hier. Ja, auf jeden Fall, ich gehe jetzt in den Twilight Forest. Juhu. Was ist denn Twilight Forest? Ist ein zwielichtiger Wald. Bei euch leckt es jetzt vielleicht ein bisschen? Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Denn der Server muss jetzt eine neue Welt generieren. Und ich finde den King schön. Ich habe jetzt einfach mal auf Fullscreen gewechselt. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht ganz kaputt. Auch wenn ich es gerade dazwischen getan habe. Tja, ansonsten machst du halt ab da. So. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. So, und zwar packen wir jetzt hier einfach eine. Zur Not muss ich einfach alles nachsynchronisieren. Einen Redstone-Motor drunter. Ich mach mir hier unten komplett. Ich spreche dann auch einfach Purple-Stimmen. Purple-Stimmen. Und von hier unten machen wir einfach einen Hebel dran. So, ja, und das ist jetzt der Twilight Forest. Das Ding drehen wir nochmal um. Diesen Schraubenschlüssel können wir jetzt hier einfach den Punkt zum Beispiel verändern. Und dann brauche ich jetzt Copper Cable. Auch mehr Copper Cable. Ja. Und Lapis. Was er nicht und Lapis. Aber ja, aber die Purple, wenn ich die Aufnahme nochmal neu starte, dann ist ganz sicher, dass der Ton wieder da ist, oder? Eigentlich ja. Ja, falls jetzt der Ton weg gewesen wäre, starte dann die Aufnahme nochmal neu. Dann müsste ja der Ton. Ja. Der Fraps nimmt er mit dem Video immer den Ton auf. So, ja, das meine das ich doch. Angeschlossen ja. Sein. Dann ist da ein Zweck. Das anschließen. Wenn man Bild aufnimmt, nimmt er auch Ton auf. Ich glaube, manchmal ist Fraps ganz lustig, nimmt dann nur Ton auf und macht ein schwarzes Bild. Ja, ich weiß ja nicht, ob er gerade. Tja, das wirst du nur hinterher sehen können, wenn es schon zu spät ist. Dann mache ich eben kurz einen Cut. Ich glaube, ich platziere die doch von oben. Das wird ein Spaß, das nachher alles zu schneiden, aber hey. Ich bin ja jetzt irgendwelche anzüglichen Wörter sagen, da ich gerade nicht aufnehme. Ja, das ist dann bei uns in der Folge drin. Dann kommt hier piep, piep, piep.
jetzt gleich einen Dauerpiep reinmachen. Tinnitus, ey. Jetzt hier nochmal die Kisten, nehme ich hier irgendwo. Ja, ich bin jetzt eigentlich nur in Twilight Forest gegangen, um ein bisschen Holz zu farmen für meine Hütte. Natürlich auch Kisten. Ja. So, das muss jetzt nur im Twilight Forest gibt. So, nochmal zwei Iron Chests hier. Und die anderen haben mich gezwungen, das aufzunehmen, wenn ich hier bin. Ja, was denn? Die sollen auch mal wissen, was das hier ist. Und dann hoch. Ich sehe diesen Wald nicht. So, und dann haben wir jetzt hier unsere erste... Das wird sehr interessant generiert hier. Fliegende Bäume. Ich glaube, ich schalte euch nochmal höher. Ich habe jetzt Angst, dass ich zu laut bin. So, hoch. Geh an. So, sag jetzt mal bitte die Teile auch schon. Oh, kleine Vögelchen. Seit wann können die denn fliegen? Dann... Wann könnten die nicht... Hauen wir mal. Die können frönen über den Boden laufen. Und ein, zwei Blöcke hochspringen. Jetzt können die richtig fliegen. Sag mal nochmal, Schnauze. Was? Okay. Das packen wir hier einfach mal das Kupfer rein, dann zeige ich euch mal, wie das Ding funktioniert. Also, diese hölzernen Transportrohre und die Redstone-Motoren sind halt dazu da, dass praktisch das hier rausgepumpt wird, an der Stelle, wo hier das Rot ist. Das kann man mit so einem Schraubenschlüssel, den ich mir vorhin gecraftet habe, aus Eisen und so einem kleinen Teil da herstellen. So, jetzt haben wir es fertig. Jetzt wird das hier rausgepumpt. Da sieht man es auch schon. Oh, ich habe den Twilight Geht hier rein nicht gefunden. Und wird dann hier automatisch durchgebraten. Und danach, wenn es durchgebraten ist, wird es automatisch hier hinten durch den anderen Redstone-Motor wieder rausgepumpt. Wir werden immer schneller am Ende. Ja. Highspeed. LTE. Genau. LTE haben sie am Ende. Und das ganze Zeug geht dann hier in die Kiste rein. Das heißt, ich packe hier vorne dann einfach mein ganzes Zeug, was ich durchgebraten haben will, rein. Und das kommt dann hier hinten am Ende nach einer Zeit wieder raus. Allerdings geht das natürlich schön auf den Strom. Das heißt, ich muss nochmal ein wenig bessere Energieerzeugung machen. Nimm doch Lava, das ist um einiges besser. Nauzi. Warte mal kurz. What the fuck? Ich glaube, mein PCB ist abgestürzt. kurz weg! Mühende Kühe, mühende Hirsche, nur im Twilight Forest. Bin ich bei euch weg? Nein. Minecraft ist crashed! Cool. Das sollte doch behoben sein. Nein, der Out-of-Memory-Bug sollte behoben sein. Nicht der Crash. Weiß ich doch nicht. Der Crash kann ja vielerlei Ursachen haben. Ich habe Shift und C gedrückt, Minium-Stern. Was? Ja, das ist gecrashed. Keine Ahnung. Wie kommst du auf so einen Tasten? C ist Werkbank öffnen. Mit dem Minium-Stern. Ah. Der hat eine Werkbank? Du kannst damit wie eine Art portable Werkbank. Machst einfach C und danach hast du da eine Werkbank. Jetzt muss ich erstmal mein Zeug wieder stoppen und dann muss ich die Folge weitermachen. Körper, ich grab mal ein bisschen unter deinem. So, das kriegt der gerade eh nicht mit. Gut. Nee, ich höre alles. Nein, ich bin gerade überwältigt, weil ich hier gerade direkt zwei so eine Leech Towers da habe oder gefunden habe. Finde ich gut. Können wir uns ja demnächst mal einen vorknüpfen. Ja, mit der Rüstung. Ja. Ich kann runterfallen. Es bringt dir nicht viel, wenn du Enderperlen auf dich schmeißt. Kann trotzdem runterfallen. Machen wir es so wie beim letzten Mal. Ich lache, Purple kämpft. So, und dann geht's jetzt weiter. Ich weiß nicht, was der Fehler ist, aber wenn du mit dem Minium-Stern, Rechtsklick auf den Boden machst und dabei Shift drückst und dann auch die Taste C drückst, dann schmiert dein viele Biester. Ja. Irgendwie sieht es gerade komisch aus. Hier. Wenn du Google bei Google eingibst, zerstörst du das Internet. Kann ich das nochmal durchwechseln? Ha? Nee. Oh, nee. Kacke. Nö. Oh Gott, was ist das alles? Warum sieht es so komisch aus? Wollte ich das doch gar nicht. Ich guck mal, was Steuer. Wo ist denn dieser scheiß Wald? Vielleicht sollte ich es nochmal um 1 Größe machen, aber das ist ja. So. Ja, ich will ja keinen Bunker bauen. Insider. So. Wo ist dein Flo? Ach komm.
Und wir haben jetzt hier schon unsere Fabrik relativ automatisch. Also auch rein. Achso, tut und mir leid. Tut mir leid, Flo. Kommt das da alles schön durch. Einzige Problem wird sein. Na gut, es hält sich so die Waage im Moment. Oh nee, bitte nicht. Doch. Ich glaube nicht, dass ich die Stimmen so tief drehen kann. Na, so schlimm ist auch wieder nicht. Kann ich aber nicht aufnehmen. den Extractor könnte ich ja eigentlich auch noch damit hier irgendwie hier hinten hinpacken. Das dann reinpumpen lassen, auch noch in die Kiste. Dass wir dann wirklich einfach nur was irgendwo reinschmeißen und das geht dann automatisch da rein. Also wird gebraten und kommt dann raus. Also normalerweise baue ich nie so große Häuser. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte das machen mit dem. Du brauchst auch viel und wir haben einen Trichter. Und der Trichter. Leute, sag mir mal, ob das so passt oder ob ich das so anders. Ich bin nicht da. Dann kommt es jetzt her. Ich will erst den Wald finden, um ein bisschen Holz zu haben. Damit ich spätestens in der nächsten Folge mit dem Hausbau beginnen kann. Keine Sorge, Schnauze, wir unterbrechen dich nicht. Ja, ich merk's. Und voll nett alle. Ja. So, jetzt guck ich mal, wenn ich jetzt hier. Nochmal unterbrechen. Ja, das Entschuldigung. Ne, ich habe nur mal was getestet gehabt. Und zwar haben wir jetzt hier eine Iron Chest. Hier packe ich einfach alles rein, was durchmesserated werden soll. Und das geht dann nach und nach hier in den Messerator, dann über den elektrischen Ofen kommt er dahin wieder raus. Also wir haben jetzt hier eine wunderschöne Produktion geschaffen, wo ich jetzt einfach alles, was jemals durchgebraten werden soll, reinpacke. Das wird dann. Ja. Wie lange bist du denn noch im Twilight Forest? Ich habe gerade so ein kleines Labyrinth entdeckt. Das werde ich direkt mal mir zu Gemüte führen. Den Staub packe ich auch mal weg. Packen wir es jetzt alles in die Kiste und solange wir Strom haben, können wir das durchbraten. So, das geht dann alles hier unten rein. Und der Trichter, sobald hier halt Platz ist, tut der Trichter erst nachlegen. Das heißt, es kommt nicht zu einer Überfüllung im Messerator. Ja. Der hat sich erschreckt. Ja. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Man sieht keine Kabel. Einzige, was man mitbekommt. Kann ich jetzt. Ach, ich kann das nur mal zugreifen. Ah. Hat schon eine Million? Nee. Negativ. Ich hab welche. Cool. Kannst mir vorbeibringen, wenn du nachher kurz dir das Ding hier anschaust. Nimm am besten Lapis mit und das kannst du dann auch mir gleich bringen, wenn du mir Melonen meinst. Nein, ich meinte natürlich mein Haus. Und jetzt seht ihr auch schon, die Redstone-Motoren arbeiten jetzt auch ein bisschen schneller. The air around you suddenly becomes suffused with strange energies. Purple, Blatt Magier. Wieso? Sonne? Ja, bitte? Weißt du durch Zufall, wie lange du schon aufnimmst? Nee, aber mein Handy sagt Akku fast leer. Aber ich weiß, dass die Folge noch nicht vorbei ist von dir. Das ist mir klar, nee, ich habe ja zwischendurch diesen Cut gemacht und damit schon wieder seit 5 Minuten auf und ich weiß nicht, wann ich diesen Cut kurz gemacht habe. Ich mache es einfach so, ich nehme noch 5 Minuten auf und entweder die Folge ist kürzer oder länger. Folge ist dann kürzer, das kann ich dir ganz sicher sagen. Obwohl, machst du 15 oder 20 Minuten? 20. Folge? Dann ist die Folge zu kurz. Gut, dann machen wir noch 10 Minuten, Freunde! Yay! Die Folge wird länger als geplant. Kommt das überhaupt hinterher? Und Minecraft und der verlost eine PaySafe Card mit 100 Euro drauf. Was? Folge. Macht Purple, ich nicht. Ach ja, du wolltest doch. Ach nee, das wäre fies, wenn ich das jetzt sagen würde. Du wolltest doch noch irgendwann vielleicht ein 100 Abo Special raushauen? Ja, ich weiß. Das Problem ist, bisher hatte ich hatte zwar eine Idee, das zu machen, hab's aufgenommen, allerdings hat die Aufnahme ein bisschen geleckt. Ich hatte was richtig Schönes geplant, aber das ist der Wald. Hat nicht so geklappt, wie ich wollte, deswegen habe ich mir jetzt nochmal was anderes überlegt, das wollte ich morgen aufnehmen, muss ich gucken. Was geht denn bei dem? Das ist das Holz, was wir haben wollen. Schönes, nee, da drüben. Tannenholz. Ui. Und ich würde jetzt sagen, ich gehe nochmal kurz runter in das Lumine. Und das Lumine? Das Lumine. Was willst du in meiner Mine? Weil ein Löder vor ist. Weil wir haben zu wenig Energie. Das heißt, ich brauche mehr Solarzellen oder sonst irgendwas. Das ist ja relativ egal. Hep.
Klatsch. Oh, nicht mehr hier diese. So. Meine Laufbau-Boots. Brauche ich nichts mehr. Lass mich mal gucken. Vorne hatte ich mich rüber gebaut. In den Wald werden wir auf jeden Fall nicht reingehen, da gibt es nämlich nur böse Monster. Oh, die möchtest du auch bestimmt näher kennenlernen. Mach mal das nicht weiter. Das ist jetzt nicht so das schöne Lied gewesen. Immer noch ein bisschen Lied. Nimm das Lied einfach mal mit. Singst du uns jetzt ein Lied? Und hab dahinter Diamanten gefunden. Ach, guckt euch das mal an. X-Ray, band ihn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diamanten. Ja. Ja, ich war an Diamanten vorbeigelaufen. Das ist der Wahnsinn. Und er zieht Erz, braucht keinen Sau. Brauche Lapis. Lazuli. Lazuli? Lazuli. Lass sie in Ruhe. Was? Lazuli? Nee. So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach hier die Dia-Hacke und hauen abendliche Ende. Gespräche. Oh ja. Sind so hochkultiviert. Neko fehlt. So. Der hat sich doch vorhin nochmal so einen 46er geholt oder so. 43er. Ah, ich brauch Kohle. Gleiche. Ja, Strip Mining, uns ist hier gerade ein bisschen dunkel, es tut mir leid, aber ich habe keine Kohle, dass ich jetzt irgendwie eine Fackel machen kann. Ah, du bist arm. Ich gebe mir hier Mühe, dass ich das so schnell wie möglich hinter mich bringe. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt stehe ich vor deiner Tür und hab Lapis dabei. Oh gut, gehe ich wieder. Wirklich? Nein. Jetzt mach ich doch keine falschen Hoffnungen, Mensch. Selbst eine falsche Hoffnung. Es ist irgendwie ein bisschen blöd, dass man jetzt hier gerade gar nichts findet. Ich hab zwar unten Eisen und so ein ganzes Zeug, ja, ich hab da Eisen übersehen. Aber, okay, da leuchtet was bei euch jetzt, das ist... Oh, ich hab ein Stack Fackeln. Sehr witzig. Oh ja, bin ich auch. Also wenn hier keine Kohle kommt, dann ich gehe jetzt erstmal zurück. Jetzt mal das Eisen alles hier drinnen kurz, damit ihr ein bisschen Licht habt, weil das ist ja wirklich sonst ein bisschen nervig. Ich habe genug Licht. Danke. Deine Nachfrage. Aber bei mir sagen, wenn ich das mit den Fackeln, ja. Das ist Purple-Logik. Irgendwo hier jetzt kommt sicher bald Lapis. Alle gar nicht, nur Sonne. Ich habe noch nicht angefangen. Wart's mal ab, wenn ich erst anfange, ey. Ja, ja. Dann lachen wir uns selbst, weil das der schlechten Witz ist. Ja, danke. Boah, jetzt hast du dir mal was gegeben. Oh ja. Nobelpreis. Ich finde hier nur Power-Ohr. Ich brauch Lapis. Nimm das Power-Ohr gerne. Bring mir Lapis. Und Kohle. Wie weit ist es denn zu dir? Ich glaube, das reicht für den Anfang hier. Ich sehe nur Schnauzi 2.0 und da steht was von 680 Meter. Gut, ich bring dir was vorbei. Schnauzi? Das ist... Ja, ich nenne ihn immer Schnauzi. Wie süß. Ja. Ich finde das nicht so süß, aber. Oh, das so mache ich aber eigentlich auch nur, weil er es nicht mag. So. Im Schnauzi. Foppst du ihn ein bisschen, ja? Was? Was? Kannst du nicht foppen? Nee. Hat unser Deutschlehrer mal gesagt. Ich kann nur fappen. Okay, ich hab jetzt Kohle gefunden, das heißt, ich mache uns jetzt erst ein paar Packen. Oh, ein Dungeon. Achso, ich sollte vielleicht. Ach, das. Ah, ich dachte gerade, da wären zwei Dungeons dabei. Es ist ein Dungeon, ein Labyrinth. Aha. Wieso? Aha. Okay. Können wir noch ein Labyrinth erkunden? Ihr könnt euch freuen, ich mache euch jetzt Licht. So. Yippie. Und ich dachte, du willst jetzt mein Lapis haben. Na, das will ich auch, aber ich brauche trotzdem Kohle. Und ehe du da bist, hole ich noch ein bisschen Kohle. Wie viel Lapis willst du denn? Ich brauche in der Hinsicht zwei Lapis. Wäre aber schön, wenn ich vier bekomme. Bring dir drei mit. Kannst du gar nichts damit anfangen. Boah. Boah, bist du fies, ey. Voll, ey. So, jetzt machen wir uns erstmal nicht hier.
Silber. So. Oh, mein Schwert ist bald kaputt. Guck mal, was wir jetzt Schönes in den Kisten haben. Diesen. Ein Taumium-Schwert. Wir machen 50-50, haben wir gesagt. Was willst du denn? Das Zeug, was du gerade gefunden hast. Wo auf den billigen Plätzen? Nee, mein Platz ist gar nicht so billig, der Stuhl hier. Alter. Was haben wir noch? Eigentlich nur Scheiße hier. So, dann gehen wir mal zurück, weil gleich kommt der liebe Creepy vorbei und bringt uns noch kurz vor Ende der Folge nochmal ein bisschen Zeug. Oh Gott, da steckt ein Creeper in einem blauen Slime drin. Der explodieren kann! Ja, ich bin böse. Aber Purple, ja. Mach dir nicht die Hoffnung, ich werde hier nie sterben. Jetzt, dann bin ich auch noch nicht von selbst gestorben. Ach, da finden wir Zuckerrohr. Von selbst hat ja auch keiner geredet. Oh, doch. Ich. Mal gucken, wer zuletzt lacht. So. Wenn du aus dem Bett aufstehst und plötzlich auf einer Druckplatte stehst, wo TNT drunter ist. Wenn du mir damit hilfst, den Dreckhügel abzubauen, gern. Nee. Ich helfe dir, mit deiner Wohnung aufzuräumen. Hier auf dem Weg noch ein bisschen Holz farmen. So, ich mache mich wieder auf den Weg. Komm nach Hause. Aber was hast du gegen das neue Akazienholz? Das sieht doch richtig gut aus. Das sieht grässlich aus. Das alte hat so eine schöne, glatte, graue Textur. Und das jetzige, das ist, weiß nicht, so ein Kotzfleck. Das ist nicht schön. Willkommen zu einer weiteren Folge von Purple beschreibt. Heute Akazienholz. Natürlich. Was beschreibst du uns beim nächsten Mal? Hundehaufen. Oh je. Schlag mal erst ein besseres Thema vor, Mensch. Hundehaufen gut. So. So, Schnauze ist nicht da. Wir drehen doch, um. Doch, ich bin da. Mensch, was baut ihr also schnell Häuser, Mensch? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch noch kein Haus. Ja, aber mehr als was ich hab. Du hast immerhin vier Wände, ich hab hier einen Berg. So, das ist dann auch der Cube Striker. Guten Tag. Nein. An der weg. Ja, ich möchte hier. Nein. Ist mich nicht. Oh, Netherwarzen. Hier fort. Na komm. Na. So. Was denn? Du hast Lapis. Für mich, hab ich gehört. Ich hab 39 Level, falls ich da. Hast du einen Zaubertisch? Nein. Weil mir ein Lohnstaub fehlt. Vorher nutze ich meinen Zauberstisch nicht. Ja, jetzt. Kohle wolltest du und. Oh, ich krieg so Kohle. Oh. Ja. Weil dann mache ich nämlich jetzt so. Wirklich erstmal Folgendes. Jetzt machen wir alles hier weg. Da drin ist. Und dann kommt das so. Das. Und. So, und ich verabschiede mich für diese Folge. Schnauze wahrscheinlich auch gleich. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Also ich verabschiede mich natürlich erst, wenn jetzt hier das Zeug fertig gecraftet habe. Das Jetpack, dass wir wenigstens unseren Sold erfüllt haben. Überlegen. Was machen wir da jetzt draus? Ja, weil. Tata Schaltkreis. Oder mit Stein besser. Lowstone fehlt mir noch. Wie lange geht denn deine Folge noch? Meine? Ja. Noch einen mini kleinen Moment. Den habe ich noch. Da und da. Gut. Und jetzt packen wir das da oben rein und haben ein. Jetzt kann ich es rausnehmen. Ach, ich habe das Redstone rausgenommen. Nee. Jetzt fehlt mir wieder ein. Ich schmilze mal ein bisschen Stein. Ah, du willst mich doch verarschen. Was fehlt dir? Warte. Ein Grundriss für mein Haus. Ja. Na komm. Achso, es ist Nacht. Moment, ich pack Kohle rein, dann.
Geht hey, warum das? Kannst du den Chatpack hier nicht fertig machen? Ach, das ist ein Hut. Weil mir, das... Hä? Besondere Dingens fehlt, oder? Was besondere Dingens? Ja, das veredelte Eisen. Refined Iron. Da hast du doch 4 Stück drin. 3 Stück habe ich drin. Nee, 4. Jetzt habe ich 4 drin. Nein, das, die Dinger sind ja nicht drin. Das ist nur, reingelegt, so. Hat eigentlich schon jemand einen Zaubertisch? Das war das Ding. Ja, aber noch nicht fertig gebaut. So, jetzt haben wir ein Jetpack, was noch nicht aufgeladen ist. Wo ich jetzt mal meine letzten 6 EU rausziehe. Nur um es euch mal kurz zu zeigen. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Toll, ich konnte einmal kurz springen. Wow. Okay, das war's dann von mir, diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser wahrscheinlich etwas längeren Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den beiden, denke ich, weil ich jetzt noch eine Folge dranhängen werde. Also dann, tschüss. Tschüss. Da reden wir gemeinsam. Schnauze. Ist mir relativ egal. Ich trinke nur kurz was. Auf meinen Mom. Ja. Okay. Perfekt in Purple Zone. Nein, 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 nein. Ich muss auch was trinken. Ich mache jetzt aber erstmal Schluss hier. Ja, ich reiß das hier erstmal wieder weg, was ich bis jetzt gebaut habe. Damit stehe ich wieder bei 0. Also gleiche Ausgangssituation wie letzte Folge. Nur, dass ich jetzt ein paar Sexuals mehr habe. Und ja, aber nächstes Mal, versprochen, fangen wir mit dem Haus an. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den anderen lieben Kollegen. Tschüss. 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 Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal.